Hallo und herzlich willkommen zur diesjährigen Durchblick-Preisverleihung. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Ich begrüße Sie auch im Namen des Hauptgeschäftsführers des Verbandes, Dr. Jörg Eggers, mit dem ich sehr gerne heute hier Sie gemeinsam willkommen geheißen hätte. Aber leider macht Ihnen ein Bandscheibenvorfall zu schaffen und vor allem das Stehen ist gerade nicht so leicht. Deswegen kann er nicht an meiner Seite sein und wir senden die besten Genesungswünsche zu dir direkt nach Hause, Jörg. Und dass ich Sie heute hier digital begrüße, statt in einem der Berliner Festsäle, das hätte so wohl niemand im letzten Jahr erwartet. Uns war es aber wichtig, dass wir trotz dieser besonderen Umstände den Preisträgern für ihre Arbeit einen besonderen Rahmen schaffen. Denn es war kein leichtes Jahr. Viele von ihnen kämpfen noch immer stark mit den wirtschaftlichen Folgen der Pandemie, zusätzlich zu den Corona-unabhängigen Herausforderungen der Branche. Und deswegen ist es gerade jetzt so wichtig, zusammenzuhalten, Kräfte zu bündeln. Und das ist die ganz große Stärke des Bundesverbandes Deutsche Anzeigenblätter. Lassen Sie uns in der kommenden Stunde die Gattung feiern, Sie feiern und uns auf die große Kompetenz der Wochenblätter fokussieren. Und digital hin oder her, kein BVDA-Event ohne die Begrüßung des Verbandspräsidenten. Und deswegen schalten wir jetzt live nach Monschau, wo Sie Herr Alexander Lenders seinerseits auch noch einmal herzlich willkommen heißen möchte. Ja, vielen Dank, Frau Enning. Wir freuen uns sehr, dass Sie uns auch in diesem Jahr bei der Preisverleihung begleiten und so dem BVDA ein Stück weit treu bleiben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Damen und Herren, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie heute mit etwas gemischten Gefühlen, aber dennoch nicht minder herzlich zur ersten digitalen Verleihung des Durchblickpreises. Normalerweise, in normalen Jahren und Tagen, hätten wir uns aber in diesem Jahr bereits zur Frühjahrstagung an einem stimmungsvollen Ort irgendwo in Berlin mit viel Geschichte getroffen. Einen würdigen Rahmen also für die 15. Verleihung des renommierten Journalistenpreises des Bundesverbands Deutscher Anzeigenblätter. Wie Sie aber alle wissen, in diesem Jahr ist es kein normales Jahr. Wir leiden unter einer Corona-Pandemie, die die ganze Welt seit Monaten fest im Griff hat. Deswegen melde ich mich heute nicht aus der Weltstadt Berlin, sondern nur aus Monschau. Und deswegen können wir die Nominierten auch heute nicht gemeinsam auf eine Bühne bitten, um die Leistungen zu würdigen. Zugegebenermaßen, das macht mich und uns alle im Präsidium und im Hauptausschuss und alle im Verband heute ein wenig traurig. Wie gerne hätten wir alle die Preise persönlich überreicht, Danke gesagt für gute journalistische Leistungen, Hände geschüttelt und auch die Freude von Ihnen wahrgenommen, einen Preis gewonnen zu haben, gewürdigt zu werden. Wir wollen aber auf keinen Fall verpassen, die großartigen publizistischen Leistungen, die Sie, die alle 12 Nominierten erbracht haben, zu würdigen. Und darum feiern wir den Durchblickpreis 2020 eben digital. Ich bin der festen Überzeugung, dass in jeder Krise auch eine Chance liegt. Und wie Sie alle wissen, dass gerade unser Vizepräsident Michel Simon sehr viel Wert legt auf die Relevanz und redaktionelle Qualität unserer Blätter. Das zeigen wir gerade jetzt. Wir zeigen hier und heute, dass wir uns nicht unterkriegen lassen. Gemeinsam haben wir seit Beginn der Corona-Krise Woche für Woche eindrucksvoll bewiesen, dass die Mediengattung Anzeigenblatt systemrelevant für die Gesellschaft. In einer Zeit, die dominiert wird von politischen Debatten, bei denen nicht mehr zugehört wird, jeder dem anderen ständig ins Wort fällt, in einer Zeit, in der die Menschen nicht mehr wissen, was sie glauben sollen, in der unschuldige Personen in der Gesellschaft eine bedeutende Rolle spielen, lokalpolitische Journalisten und selbst ehrenamtliche engagierte Opfer von Hass und Hetze werden, in einer Zeit von Fake News. Meine Damen und Herren, in einer solchen Zeit braucht unsere Gesellschaft mehr denn je Pressevielfalt und mutige Journalisten und Journalistinnen, Mediamacher, die Geschichten erzählen, engagiert und unabhängig, frei und ehrlich und damit ihren Beitrag zur Informations- und Pressefreiheit leisten. Dass das Engagement und die Qualität der redaktionellen Beiträge in Anzeigenblättern trotz immenser Herausforderungen während der Corona-Krise nicht geringer geworden ist, sondern im Gegenteil, die Redaktionen konnten zum Teil durch regelmäßige Faktenchecks, durch lokale gute Berichterstattung in Kooperation auch mit Korrektiv noch eine Schippe drauflegen. Das erfüllt uns alle mit Stolz und mit großer Anerkennung. Liebe Durchblick-Nominierte,
Ich freue mich, dass wir Ihnen heute wenigstens virtuell auf einer großen Bühne, auf einer digitalen Bühne, Ihren großartigen Leistungen gratulieren können. Ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihr Herzblut und Ihr unermüdliches Engagement für unsere Gattung. Gerade in Zeiten wie diesen brauchen wir aber auch gute Freunde an unserer Seite. Und so freue ich mich, dass auch in der Politik es Bereitschaft gibt, der Mediengattung Anzeigenblatt, der Pressevielfalt in unserem Land zu danken und zu unterstützen. Wir brauchen gerade jetzt diese Hilfe. Und so freuen wir uns alle jetzt auf eine Grußbotschaft des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder. Und er hält auch etwas für Sie bereit. Denn während fast alle Gäste auf unserer Tagung bisher immer berichtet haben, dass sie in ihrer Jugend mal ein Anzeigenblatt ausgetragen haben, hat Markus Söder etwas ganz anderes gemacht. Und darauf freuen wir uns jetzt, dies von ihm selber zu hören. Vielen Dank auf eine schöne Preisverleihung 2020. Meinen herzlichen Glückwunsch heute an alle Preisträgerinnen und Preisträger dieser bedeutenden Auszeichnung. Ja, ich gebe es offen zu, ich stehe zu Publizistik, zu Printerzeugnissen in Deutschland. Das ist nämlich systemrelevant für unser Land. Wenn es in den Zeiten von Fake News, von Verunsicherungen, von digitalen Blasen, von abgeschlossenen Kommunikationskreisläufen noch jemand gibt, der das durchbrechen kann, der eine breite Meinungsvielfalt darstellt, der die Möglichkeit bietet, auszuwählen, Verschiedenes zu erleben, dann ist es die Publizistik. Die Anzeigenblätter werden ja gern unterschätzt gegenüber den Edelfedern, gegenüber den normalen Tageszeitungen. Dabei sind sie doch mittlerweile heute nicht mehr wegzudenken aus der Vielfalt des publizistischen Geschehens in Deutschland. Und es wird dort nicht nur mal schnell etwas zusammengestellt, sondern es ist hohe journalistische Qualität vorhanden. Ich selber kann das bezeugen aus vielen, vielen Lesungen, die ich gemacht habe und viel gesehen habe, was die Anzeigenblätter gerade in Bayern zu bieten haben. Und nicht nur in meiner Heimatstadt Nürnberg, sondern überall in Bayern leisten sie einen wichtigen Beitrag zur Publizistik, zur Meinungsvielfalt in der Region. Einer hätte eigentlich eine Auszeichnung verdient gehabt, das wäre eigentlich ich selber gewesen, denn ich habe in jungen Jahren für eines dieser Blätter, den Marktspiegel in Nürnberg, eine wöchentliche Kolumne gemacht, das hieß Notizen mit Enzo. Enzo war mein Hund. Und wir haben Woche für Woche erzählt, was uns gerade so in der Stadt bewegt. Ich war damals noch Abgeordneter, kein Staatsmann. Und ich glaube, mich erinnern zu können, dass das sehr nachgefragt wurde und dass es fester Bestandteil war. Also insofern fühle ich mich jetzt mal so im Kreis der fast Geehrten mit dabei und wünsche denen, die das geschafft haben, heute den Preis zu bekommen, alles Gute, viel Erfolg und wir helfen auch weiter durchzuhalten. Ich weiß, das ist keine einfache Zeit. Erlöse gehen zurück, Werbeeinnahmen werden weniger und das ist eine harte Zeit für Printjournalismus in Deutschland. Da muss der Staat wegen der Systemrelevanz auch eingreifen, helfen, unterstützen, damit freie Publizistik auch weiterhin möglich ist und zwar nicht nur in den großen Städten, sondern auch in den ländlichen Räumen. Auf uns können Sie sich verlassen, auf mich ganz persönlich besonders. Liebe Zuschauer, wir kommen nun zur Durchblick-Preisverleihung 2020. Die Preise werden in folgenden Kategorien verliehen: Leser- und Verbrauchernähe, beste digitale Aktivität, Innovation, die beste Idee des Jahres und beste journalistische Leistung. Die Arbeitskreise des Verbandes haben aus allen Einreichungen ihre 5 Favoriten ausgewählt. Und diese Top 5, unter diesen Top 5 hat dann die Jury den Platz 1, 2 und 3 bestimmt. Die Jury setzt sich zusammen zum einen aus externen Fachkundigen und aus Vertretern der Mitgliedsverlage. Sobald die Vertreter der Mitgliedsverlage selbst unter den Top 5 waren, durften sie natürlich nur in der Kategorie abstimmen, in der sie nicht auf der Liste waren. Aus den Arbeitskreisen im Einsatz waren Johannes Beetz vom Münchner Wochenanzeiger, Jens Nack von der Funke, Henrik Stein vom Berliner Wochenblatt, Anne-Sophie Lösche vom Wochenkurier Lokalverlag und von extern haben uns dankenswerterweise unterstützt Carola Schaaf-Derichs von der Landesfreiwilligenagentur Berlin, Stefan Hertel vom HDE, Helmut Herold, ehemals Berliner Woche, nun ehrenamtlich dabei, und Juliane Ibold vom Mittelstandsverbund und aber auch Corinna Seide vom WWF Deutschland. Und Frau Seide war heute hier eigentlich live eingeladen. Sie konnte jetzt spontan leider nicht kommen, weil doch die Erkältung dazwischen kam, was wir absolut verstehen. Und deswegen senden wir auch hier die besten Genesungswünsche zu Ihnen nach Hause, Frau Seide.
Gleich werden wir mit der Vorstellung aller Einreichungen beginnen. 12 Beiträge, je 3 Nominierte in den 4 Kategorien, erwarten uns gleich. Also 12 Kurzfilme, mit denen die Nominierten ihre jeweiligen Einreichungen visualisiert haben. Und mit dem Publikums-, jetzt Zuschauerpreis, möchten wir die Arbeit, die mit der Erstellung der Videos einherging, gesondert würdigen. In diesem Jahr erfolgt die Abstimmung zu diesem besten Film eben auch digital. Das heißt, Sie machen sich eine kleine Notiz bei dem Film, der Ihnen gleich am besten gefallen wird. Und zur Abstimmung kommen wir dann ganz am Ende. Wir kommen jetzt zur ersten Kategorie des Durchblickpreises 2020, Leser- und Verbrauchernähe. In dieser Kategorie werden redaktionelle Kampagnen aus dem Jahr 2019 ausgezeichnet, die besonders nah am Menschen sind und damit eine besondere Leser- und Verbrauchernähe transportieren. Auch Kampagnen, die im Rahmen der Aktion »Das geht uns alle an« konnten eingereicht werden, sofern der Fokus eben auf Leser- und Verbrauchernähe lag. Bewertungskriterien der Jury waren: Ist die Kampagne visuell gut platziert? Fungiert sie als Sprachrohr der Leser? Und wird das Thema uns noch länger begleiten? Der erste Nominierte ist die MGV aus Fulda. Sie haben sich mit Regiofarm, die exklusive Serie über moderne Landwirtschaft und Agrartechnik, zum Sprachrohr der Landwirte gemacht. Die Bauern sehen sich durch die Agrarpolitik aus Berlin und Brüssel immer steigenden Auflagen und immer neuen Vorschriften konfrontiert, die wiederum hohe Investitionen fordern. Und gleichzeitig müssen sie sich immer öfter der Kritik der Verbraucher stellen mit Fragen wie: Müsst ihr auf den Feldern mit Pestiziden arbeiten? Oder warum werden die Tiere nicht ordnungsgemäß gehalten? Und die MGV gibt den Bauern hier die Möglichkeit, die Verbraucher aus ihrer Sicht aufzuklären. Der zweite Beitrag in der Kategorie Leser- und Verbrauchernähe stammt aus Mainz von der VRM. Mit ihrer Beilage Volker versus Hagen, ein sagenhaftes Duell. Sie haben darin 2 Städte in Rheinhessen, Worms und Alzey, in den Wettstreit geschickt. Allerdings war der mit ganz viel Spaß verbunden. Mit zahlreichen Mitmachaktionen konnten die Menschen vor Ort tatkräftig zum Erfolg ihrer Stadt beitragen und haben dabei noch ganz viele Gemeinsamkeiten beider Städte vermittelt bekommen. Ist ein tolles Beispiel für die Stärkung der regionalen Identität und des Gemeinschaftsgefühls. Der dritte Nominierte, der Münchner Wochenanzeiger, stellte jeweils über mehrere Wochen das Thema Nachhaltigkeit in den Fokus aller seiner Ausgaben innerhalb dieser Zeit. Entstanden ist ein Kompendium von über 500 lesernahen Beiträgen mit der Beteiligung von über 300 Menschen mit persönlichen Statements, was man im Alltag zum Thema Nachhaltigkeit tun kann, und mit etwa 100 Projekten und Initiativen, die ihre lokalen Projekte vorgestellt haben. Wichtig war es dem Münchner Wochenanzeiger hierbei, den Lesern Hintergründe und verbrauchernahe Tipps ohne den erhobenen Zeigefinger mit an die Hand zu geben. Schauen wir uns nun alle Filmbeiträge an und denken Sie daran, sich ein Vermerk zu machen bei dem Film, der Ihnen besonders gut gefällt. Gute. Franz Habersack, 120 Hektar, fertig, Ferkelsäu und ledig. Hey, mit unserem Hof geht's bald das Geißkräubchen ab. Wann ich doch schon las, Billigpreise, ne? Und jetzt kommt auch noch das Agrarpaket. Also das bringt ja der Trotzewahr zum Überlaufen, ne? Verständnis von der Politik? Nicht. Gar nicht. Gut, also Markus Söder vielleicht. Auf der Jahreshauptversammlung des Kreisbauernverbandes Fulda-Hünfeld spürten wir, dass es in den Reihen der Bauern brodelt und viele von ihnen sich nicht wertgeschätzt fühlen. Dem wollten wir auf den Grund gehen und luden die Spitzenvertreter zu einem Redaktionsgespräch ein. Hier wurde die Idee für eine Serie geboren, die umfassend über die Belange der Bauern aufklärt. Neben dem Schaffen von interessantem Lesestoff ist es uns gelungen, ein attraktives Vermarktungsmodell zu erarbeiten. Vom Kreisbauernverband gab es eine Sockelfinanzierung, dazu haben wir weitere Anzeigen vermarktet.
Die Beweggründe für diese Serie für uns vom Kreisbauernverband Fulda-Hünfeld waren in erster Linie, die Verbraucher sachlich fundiert über die Anforderungen und Arbeiten in der Landwirtschaft zu informieren und dadurch die Wertschöpfung gegenüber den Landwirten und den heimischen Produkten zu erhöhen. Um auch kleine Betriebe eben erreichen zu können, haben wir eine Sonderveröffentlichung geplant, bei der sich Direktvermarkter in einem attraktiven Umfeld für überschaubares Geld präsentieren können. Die Verbindung von Dachmarke und Wochenblatt sowie den crossmedialen Brückenschlag thematisiert das Intro des begleitenden Sagenduell-Videos. Konsequent wurden dabei die grafischen Merkmale aus der Printausgabe auch im Bewegtbildumfeld weitergeführt. Anzeige gegen Worms, die Channels läuft. Zeitgleich wurden die Herausforderungen der Wettbewerber Worms und Alzey von je einem Videojournalisten begleitet. Auch in anderen verlagsfremden Medien, wie dem SWR Fernsehen und Radio, wurde über die Aktion berichtet. Auch die begleitende Facebook- und Instagram-Challenge wurde hier wieder aufgegriffen. Mit diesem Konzept erreichten wir das Stiften regionaler Identität, das Generieren positiver Nachrichten, Beziehungspflege zu Bürgermeistern und Stadtmarketing, Umsatzsteigerung im Sommerloch und die Bekanntheit der Marke zu festigen. Das Wochenblatt im Herzen unserer Region. Unter dem Das geht uns alle an Dach des BVDA haben wir im Frühjahr und Winter unsere Ausgaben unter den Schwerpunkt Nachhaltigkeit gestellt. Nachhaltigkeit bedeutet für mich als Justizminister auch, dass wir die Meinungsfreiheit, die Meinungsvielfalt und unsere Demokratie schützen. Das ist eine Aufgabe für den Staat, aber auch für die gesamte Gesellschaft. Deswegen sind die Anzeigenblätter so wertvoll, weil sie viele Bürgerinnen und Bürger erreichen. Entstanden ist ein Kompendium mit mehr als 500 lesernahen Beiträgen. Wie viel ist ein Kilogramm CO2? Was kosten Mails? Online-Einkäufe sind eine Belastung. Als Stadtministerin ist für mich das Thema Nachhaltigkeit und Umweltschutz wirklich ein Leib- und Magenthema. Umso mehr freut es mich, dass auch der Münchner Werbespiegel genau diese Themen aufgegriffen hat. Über 300 Menschen haben sich in diesen Ausgaben mit persönlichen Statements beteiligt. Der WWF hat gerne die Aktion Durchblick unterstützt. Warum? Anzeigenblätter sind ein geborenes Medium, wenn es darum geht, schwierige und komplexe Sachverhalte verständlich zu erklären und aufzubereiten. 100 Vereine, Gemeinden und Initiativen haben ihre lokalen Projekte vom Anlegen einer Blühwiese bis zum verkaufsfreien Einkaufen vorgestellt, darunter allein 14 Kitas und Schulen. Ich finde es super, dass so viele Menschen schauen, wie sie selber in kleine nachhaltig leben können. Mit diesem Schwerpunkt ist die Gattung Anzeigenblatt auf spürbare Wahrnehmung in neuen Leserkreisen gestoßen, die wir nachhaltig weiter nutzen. Vielen Dank für die tollen Filmbeiträge. Dann kommen wir jetzt zur Siegerehrung in der ersten Kategorie Leser- und Verbrauchernähe. Dazu schaue ich in den Umschlag und wir schauen, wer sich gleich über Platz 1 freuen darf. Das ist der Wochenanzeiger Medien mit den Schwerpunktausgaben Nachhaltigkeit. Bitte legen Sie Ihre Säge weg und mitdenken, mitmachen. Herzlichen Glückwunsch nach München. Ich hoffe, Sie hören stellvertretend den Applaus, den wir Ihnen gedanklich zukommen lassen. Und an dieser Stelle möchte ich gerne die Worte der Jury vorlesen, die diese bei der Entscheidung für ihren Beitrag sich gedacht hat. Helmut Herold sagt: Das ist Leser- und Verbrauchernähe, wie man sie sich vorstellt. Informativ, aber nicht belehrend, mit vielen guten Beispielen und Alltagstipps. Hier finden sich die Leser mit ihren Fragen, ihren Sorgen, aber auch ihren eigenen Bemühungen wieder. Das Ganze ist hervorragend grafisch umgesetzt mit einem sympathischen Logo. Henrik Stein sagt:
Leserinnen und Leser in ihrem Alltag abzuholen, auf Appelle und erhobene Zeigefinger zu verzichten und beim Thema Nachhaltigkeit ganz auf die Vorbildwirkung von einzelnen Menschen, Projekten und Initiativen zu setzen, das ist dem Münchner Wochenanzeiger mit seinen beiden Schwerpunktausgaben wirklich vorbildlich gelungen. Ja, dem kann ich nichts mehr dazufügen. Und an dieser Stelle hätten wir natürlich gerne den Gewinner an unserer Seite. Das lösen wir jetzt digital mit einer Videobotschaft, einem Grußwort. Und an der Stelle gleich noch eine Frage nach München. Warum glauben Sie, Herr Beetz, waren Ihre Schwerpunktausgaben so erfolgreich? Unsere Nachhaltigkeitsausgabe war bei vielen Gesprächen wie ein Türöffner, weil sie zwei Stärken unserer Gattung sofort begreifbar macht. Erstens, wir erreichen einen riesigen Teil der Bevölkerung. Wir zeigen in unserer Ausgabe die vielen Gesichter der Menschen, die ein Anzeigenblatt lesen und nutzen. Zweitens, wir erreichen alle Schichten der Bevölkerung. Als grüne Abgeordnete muss ich meiner Facebook-Gruppe den Klimawandel nicht mehr erklären. Ich erreiche im Anzeigenblatt aber alle die, die sonst sofort wegschalten und weiterklicken, sobald ein Wort wie Nachhaltigkeit fällt. Ich bin dem BVDA für diesen Preis sehr dankbar, weil er uns hilft, den Wert unserer Gattung zu vermitteln. Danke, wir machen mit Freude weiter. Vielen Dank, Herr Beetz. Vielen Dank nach München. Wir kommen jetzt zur zweiten Kategorie, beste digitale Aktivität. In dieser Kategorie konnten unter anderem Social-Media-Aktivitäten, mobile Internetseiten, digitale Verkaufsprodukte oder auch digitale Vermarktungsprojekte eingereicht werden. Bewertungskriterien sind unter anderem Design und Layout, Nutzerfreundlichkeit, Kreativität, aber auch Nachhaltigkeit des Konzeptes in der Umsetzung. Der erste Nominierte in der Kategorie Beste digitale Aktivität ist der Berliner Wochenblatt Verlag mit seiner Instagram-Kampagne Hashtag Kiezentdecker at Berliner Woche. Der Verlag stellte sich die Frage, wie sie als etablierte Printmarke auch die junge Generation, die junge Zielgruppe erreichen können, die bekanntermaßen eher digital unterwegs sind. Und deswegen haben sie in ihrer Kampagne Instagram-Nutzer aufgerufen, Charakteristisches aus ihrem Berliner Kiez im Bild festzuhalten und das Foto dann später auf Instagram hochzuladen. Jede Woche gab es mehrere Gewinnerbilder, die dann im Anschluss im Rahmen einer eintägigen Pop-up-Ausstellung gezeigt wurden. Und so kamen über 2000 einzigartige Fotos zusammen und 18 Gewinner durften sich über tolle Preise freuen. Für die Vorstellung des zweiten Nominierten gehen wir noch einmal nach Mainz zum VRM. In dieser Kategorie mit ihrem Podcast zu den Printausgaben Hive wie Drive, was so viel bedeutet wie auf beiden Seiten. Einmal im Monat wird in einer Sonderausgabe ein Thema beleuchtet, was die Menschen Hive wie Drive, also auf beiden Seiten hier des Rheins, bewegt. Und ergänzend dazu produziert der Wochenblatt Verlag einen Podcast, der den Menschen spannende Geschichten aus ihrer Heimat näher bringt und damit die regionale Identität stärkt. Der dritte Nominierte, der Wochenspiegel Verlag in Halle, ist ebenfalls mit einem Podcast nominiert. Monatlich erscheint hier bereits im Print das Sonderthema der Gesundheitskompass. Und parallel dazu erscheint jetzt der Podcast Gesundheitskompass – Gesundheit zum Hören. Hier werden Experten aus Sachsen-Anhalt zu den Themen von Grippeschutzimpfung bis hin zu Herzinfarkt interviewt. Und nun schauen wir uns die Filmbeiträge an und nochmal die Erinnerungen. Schauen Sie genau hin und machen Sie sich eine Notiz für den besten Film. Wie können wir unsere Titel Berliner Woche und Spandauer Volksblatt unter Leuten bekannter machen, die Medien vor allem digital nutzen? 2019 haben wir die Markenkampagne Hashtag Kiezentdecker gestartet. Die Nutzer sollten unter dem Hashtag und mit der Nennung unseres Kanals @Berliner Woche ihre Kiezfotos posten. So entstand ein liebevolles Berlin-Mosaik. In 6 Wochen kamen über 2000 Bilder zusammen. Das feierten wir analog. Wir organisierten eine Pop-up-Ausstellung, luden die Instagrammer ein und ließen die Besucher die 3 besten Bilder küren.
Hashtag Kiezentdecker hat gezeigt, dass wir auch zeitungsfernen Usern sympathisch sind. Wir haben unsere Marke im Digitalen gestärkt. Auch heute steigt unsere Followerzahl stetig an und der Hashtag wird gerne genutzt. Ja, ich war schon etwas überrascht zu sehen, dass die Berliner Woche so eine Aktion auf Instagram macht. Es hat mich aber auch gleich angesprochen. Ich mache schon längere Zeit Fotos von Berlin und poste sie auf Instagram. Und natürlich hat der Hashtag Kiezentdecker da perfekt gepasst. Ich finde es eine ziemlich coole Aktion. Ich schaue jetzt garantiert öfter in die Berliner Woche. Mein Name ist Ann-Kathrin und ich mache den Podcast des Rhein-Main-Wochenblatts, bei dem wir uns einmal im Monat mit einem monothematischen Thema der Region beschäftigen. Das Thema der heutigen Folge bzw. der Folge des Monats ist das Thema Lärm. Wichtig ist dem Podcast vor allem, die Identität der Region zu betonen, mitzugestalten auch ein bisschen. Das heißt, wir gucken, welches Engagement gibt es, welche Initiativen. Wir setzen uns im September, Oktober ja schon zusammen und überlegen, welche Themen wir überhaupt setzen. Wir können da andere Sachen erzählen, zum Beispiel Live-Interviews machen oder Soundeffekte einspielen, was in der Printausgabe logischerweise nicht geht. Ich habe immer engen Kontakt mit Gunther Weigand, der koordiniert das Ganze auch immer. Ja, den Überblick, welche O-Töne gesammelt werden über den Monat, aber auch mit den anderen Redakteuren. Das wird natürlich in der Medienlandschaft immer wichtiger, dass man ja ganzheitlich denkt. Also dass sowohl Social Media, das Print und eben auch so ein Produkt wie ein Podcast zusammengeplant werden. Uns ist natürlich wichtig als regionales Anzeigenblatt, dass der Podcast einen Mehrwert bieten kann. Und das natürlich geschieht dadurch, dass wir uns mit den Menschen, mit den Aktionen, mit dem Engagement und der Region auseinandersetzen. Das hier ist Heimat und die wollen wir mitgestalten. Sie dürfen nicht erst kommen, wenn es schon fast zu spät ist. Informieren Sie sich doch einfach vorher. Es gibt so viele Möglichkeiten, wo man etwas über Herzinfarkt, Schlaganfall oder Depressionen herbekommen kann. Schlagen Sie doch einfach hier mal nach. Ja, hier steht ja schon viel drin, aber gibt es da nicht noch irgendwie weitergehende Informationen? Können Sie nicht mal das Radio anmachen? Kommt da nichts? Ich habe eine bessere Idee. Podcast. Das kannst du hören, wann du willst. Oder jetzt spezifisch zu einem Thema. Ich höre das regelmäßig. Zu Reiseapotheke, Fitness und neulich zu Rheuma für meine Mutti. Und der Arzt, der da immer über Ernährung spricht, der ist sogar regelmäßig im Fernsehen. Stimmt, unser Doc war da auch schon mal dabei. Mann, war der aufgeregt. Das war wie so ein Patient vor der OP. Aber am Ende hat es ihm richtig viel Spaß gemacht und es war auch eine tolle Folge. Aber der Reporter, der soll ja auch total nett, gut, toll, intelligent, gut aussehend, wohlgenährt und bescheiden sein. Hallo, mein Name ist Stefan W. Westphal. Und ich informiere Sie im Gesundheitskompass einmal im Monat mit Experten aus Sachsen-Anhalt über das Thema Gesundheit. Ja, liebe Zuschauer, Gesundheit ist in diesen Tagen natürlich ein ganz heißes Thema. Deswegen vielen Dank auch dafür für die Filmbeiträge und wir kommen jetzt zum Gewinner in genau dieser Kategorie, beste digitale Aktivität. Wer darf sich freuen? Wir schauen in den Umschlag und es ist geworden der Berliner Wochenblatt Verlag mit seiner Instagram-Kampagne Hashtag Kiezentdecker at Berliner Woche. Herzlichen Glückwunsch quasi von Berlin nach Berlin. Wunderbar. Und auch an dieser Stelle möchte ich Ihnen die Worte der Jury für Ihren Beitrag vorlesen. Corinna Seide vom WWF sagt, geniale Kampagne, bunt, jung, cool und zeitgemäß. Sehr Berlin. So kann Generation Y für die Leserschaft der Zukunft gewonnen werden. So geht Leserblattbindung 2.0. Johannes Beetz sagt, mit der Instagram-Kampagne Hashtag Kiezentdecker zeigt das Berliner Wochenblatt, was hinter einem alten Begriff wie Heimat steckt. Aus der immensen Fülle von Aspekten, die bildlich zusammengetragen wurden, ist ein Kompendium der Nachbarschaft und des Miteinanders entstanden. Hier wird die DNA der Gattung Anzeigenblatt auf beste Weise offengelegt.
Verwurzelung im Lokalen, also im ganz unmittelbaren Lebensumfeld der Menschen, und der Mitmachcharakter, also die Einbindung der Leser ohne Hürden und Formalitäten. Tolle und treffende Worte, wie ich finde. Und an dieser Stelle möchten wir auch die Reaktion aus Berlin erleben und schauen uns das uns zugesendete Grußwort an. Wir freuen uns total über diesen tollen Preis, den wir in einem großen Team gewonnen haben. Ich glaube, es hat uns allen großen Spaß gemacht, auch in andere Bereiche des Verlages reinzugucken bei der Zusammenarbeit. Und ja, vielen, vielen Dank dafür. Ich ermutige alle von Ihnen, auch dieses neue Medium einfach einmal auszuprobieren, damit zu spielen, neue Zielgruppen zu gewinnen, neue Impulse zu setzen. Ich sage an der Stelle auch nochmal herzlichen Dank an alle Instagrammer für die rege Teilnahme und für diesen tollen Erfolg. Herzlichen Dank für die Worte. Und an dieser Stelle hätten wir auf der Bühne eigentlich auch ein Live-Interview gehabt. Stattdessen haben wir auch hier die digitale Form gewählt. Und so erreichte uns nun ein Grußwort von Simon Kretschmer, dem Geschäftsführer von Korrektiv. Das ist das erste gemeinnützige Recherchezentrum im deutschsprachigen Raum. Der BVDA kooperiert seit Frühjahr diesen Jahres mit Korrektiv und unterstützt dessen Journalistenteam bei ihrem Kampf gegen gezielte Falschinformationen. Und wie wichtig diese Zusammenarbeit ist und wie genau sie funktioniert, das erklärt uns Herr Simon Kretschmer jetzt persönlich. Schönen guten Tag, liebe Freundinnen und Freunde des Journalismus. Ich freue mich sehr, heute Nachmittag ein paar Worte im Rahmen der Vergabe des Durchblickpreises 2020 sagen zu dürfen. Sie verleihen und Sie erhalten heute vier Preise. Vier Preise in Kategorien, die wichtiger sind denn je. Wir befinden uns in einer herausfordernden Zeit für den Journalismus, was so viel heißt wie echt schwierig und enorme Chancen. Wenn Erlösmärkte strukturell rückläufig sind, teilweise einbrechen, wenn die Anzahl der Wettbewerber um die Aufmerksamkeit der Leser explodiert und wenn gleichzeitig die Angriffe auf die Journalistinnen und Journalisten zunehmen, dann ist es eine schwierige Zeit. Und dennoch ist es für den Journalismus die wahrscheinlich spannendste Zeit. Nie zuvor konnte auf so große Daten- und Wissensmengen zugegriffen werden. Nie zuvor waren die Möglichkeiten größer, auf die Leserinnen und Leser einzugehen, zuzuhören und ihre Wünsche nach Informationen, Wissen und Aufklärung besser zu bedienen. Wir müssen diese Herausforderung meistern und die Chance ergreifen. Hochwertigen Journalismus kommt dabei eine besondere Rolle zu. In Zeiten, wo der Präsident der größten westlichen Demokratie täglich im Schnitt 16 Mal falsche Behauptungen aufstellt, wo die Pressefreiheit und die freie Berichterstattung immer wieder bedroht wird und wo Fakten, sogenannte alternative Fakten, gegenübergestellt werden, da wo eine Masse an Fake News die Wahrnehmung der Realität verändern und zu einer Gefährdung von Demokratien werden, da ist der Journalismus trotz aller Schwierigkeiten und der Hindernisse wichtiger denn je. Bei Korrektiv liegt uns der Journalismus mit seiner Kraft der Aufklärung am Herzen. Nur eine gut informierte Öffentlichkeit kann verantwortungsvolle Entscheidungen treffen. Für uns heißt das, dass neben der sorgfältigen Recherche, der qualitativen Arbeit, hohen journalistischen und ethischen Standards es besonders wichtig ist, erstens, dass die richtigen Themen bearbeitet werden. Das heißt, relevante Aspekte aus der Lebensrealität der Menschen im Vordergrund stehen. Missstände, die zu Nachteilen der Menschen und der Gesellschaft sind, müssen beleuchtet werden. Wenn wir über Cum-Ex berichten, dann geht es um Steuern, um die Gelder der Bürgerinnen und Bürger. Wenn wir über die gepanschten Krebsmittel bei der alten Apotheke berichten, dann geht es um die Gesundheit der Menschen, um das Recht eines kranken Menschen auf wirksame Medikamente. Ebenso elementar ist, dass wir uns gegen Desinformation einsetzen. Fakten bilden die Grundlage für vernünftige Entscheidungen. Die beste Recherche der Welt kann bei den Menschen nur ankommen, wenn sie in deren Wahrnehmung nicht von algorithmusgetriebenen Fakes überlagert werden. Besonders relevant ist dies in Gegenden, wo die klassische Presse immer weniger vertreten ist, häufig im Lokalen. Und besonders wichtig ist drittens, dass eine Vertrauensbasis mit den Leserinnen und Lesern besteht. Die transparente Darstellung der Arbeit, die Einbeziehung in Recherchen, das Zuhören und vieles mehr ist möglich und nötig.
Beteiligung und Stärke der Bürgerinnen und Bürger setzen wir zum Beispiel durch unsere Bürgerrecherchen und viele Veranstaltungen zum Austausch und zur Vermittlung von Medienkompetenz um. Vor diesem Hintergrund wird deutlich, warum ich sehr glücklich bin, dass wir seit dem Frühjahr mit den Publikationen des Bundesverbands der Deutschen Anzeigenblätter kooperieren. Die kostenlosen Anzeigenblätter sind eine wichtige Informationsquelle für viele Haushalte in Deutschland. Insbesondere dort, wo die lokale Presseredaktionen schließen mussten. Sie erreichen die Menschen dort, wo es immer wichtiger wird, vor Ort. Sie sind nah dran an den Menschen und ihren Themen. Und sie setzen sich mit ihren verschiedenen Initiativen und sozialen Themen ein. Sie haben eine Vertrauensbasis mit ihren Leserinnen und Lesern. Dies wird besonders deutlich in Zeiten der Corona-Pandemie und der einhergehenden weltweiten Infodemie an Falschmeldungen in den sozialen Netzwerken. Wir stecken mitten in einer der größten Herausforderungen der Menschheit. Da gilt es klug und vernünftig, für unsere Gesundheit, Wirtschaft und Gesellschaft zu handeln. Da helfen uns Fakes nicht weiter. Die Krise verdeutlicht nochmals, wie wichtig faktenbasierter Journalismus ist. Die Publikationen des BVDA nehmen hierbei eine wichtige Aufgabe wahr und helfen, die Menschen vor gezielten Falschmeldungen zu schützen. Alle 2 Wochen erscheint ein Faktencheck von uns in den Ausgaben. Darüber hinaus werden Online-Kurse zur Erkennung von Falschmeldungen beworben, sodass sich die Leserinnen und Leser nachhaltig schützen können. Wir tragen hier gemeinsam zur Aufklärung der Gesellschaft bei. Aber nicht nur hier. Erlauben Sie mir kurz auf ein weiteres Beispiel der Zusammenarbeit einzugehen. Bei Korrektiv denken wir sehr kollaborativ. Nicht gegeneinander, sondern miteinander. Gemeinsam können wir mehr erreichen. Im Sommer haben wir eine gemeinsame Recherche mit der ARD-Doping-Redaktion veröffentlicht. Pillenkick. Über ein Jahr durchleuchtete ein Team aus beiden Redaktionen den Schmerzmittelmissbrauch im Amateurfußball. Die Ergebnisse sind sinnbildlich für den Missbrauch von Schmerzmedikamenten in der Gesellschaft. Über 1000 Amateurfußballerinnen und Fußballer berichteten uns von Zusammenbrüchen auf dem Spielfeld, Nierentransplantationen, Leberproblemen und lebenslangen gesundheitlichen Folgen. Neben vielen Lokalredaktionen haben mehr Redaktionen der Anzeigenblätter darüber berichtet und selbst weitere Fälle recherchiert, wie zum Beispiel das Wormser Wochenblatt, wo jemand erzählt, Zitat, ich kenne den Fall eines Spielers vor einigen Jahren, der mit Ende 30 nach der Einnahme von Schmerzmitteln gestorben ist. Hier wird die Bedeutung des Problems deutlich, am Menschen vor Ort. Die Stärke vor Ort, die Nähe und die Vertrauensbasis mit den Leserinnen und Lesern ist dabei von entscheidender Bedeutung. Ich denke, dass uns weitere spannende und wichtige Recherchen erwarten, wo wir zusammenarbeiten können, Themen, die die Menschen vor Ort betreffen und gleichzeitig die nationale Bedeutung verdeutlichen. Wir können Missstände aufdecken und positive Veränderungen erzeugen. Die 4 Preise, die heute vergeben werden, verdeutlichen, worum es in der Zukunft des Journalismus geht. Die Herausforderungen und die Chancen. Die starke und hochwertige Recherche. Die Chancen der Digitalisierung nutzen. Eine kontinuierliche und innovative Denke. Und besonders die Nähe zu Bürgerinnen und Bürgern. Herzliche Grüße aus Essen und Berlin von dem Team von Korrektiv. Wir wünschen noch einen schönen Nachmittag. Alles Gute. Ja, Fake News, ein immer präsenteres Thema, weshalb die Arbeit von Korrektiv so wichtig ist. Vielen Dank, Herr Kretschmer, für die zugesendeten Worte. Wir fahren fort mit der Preisverleihung und kommen jetzt zur 3. Kategorie, Innovation, die beste Idee des Jahres. Hier werden besondere Ideen ausgezeichnet. Das können sowohl Print- als auch digitale Formate sein. Wichtig bei der Bewertung waren die Fragen, ist die Idee für Anzeigenblätter neu oder ungewöhnlich? Oder ist sie besonders kreativ oder originell? Der erste Nominierte, das Saarländische Wochenblatt aus Saarbrücken, stellt sich ebenfalls dem wichtigen und zeitgemäßen Thema Umwelt und Verantwortung. Die Sonderprodukte zu den Themen Wasser, Energie und Plastik erschienen hier nicht im Tabloid-Format, sondern in Buchstruktur, was den Inhalt gestärkt und den Anzeigen der Werbepartner eine besondere Wirkung verliehen hat. Auf der eigenen Internetseite wurde dann im gesamten Zeitraum passend dazu animierte Elemente eingeblendet.
und informiert wurde über die Aktion über alle möglichen digitalen Kanäle, aber auch offline, denn in den Verlagsbüros wurden die Sonderausgaben in Übergröße ausgehangen. Und abgeschlossen wurde jedes Thema mit einer großen Auslosung und einem großen Gewinnspiel. Hashtag Erfolg lautet der Beitrag des zweiten Nominierten, dem Schwarzwälder Boten, und ist ein neuartiges Werbeformat für die Mitarbeitergewinnung. Unternehmen können sich hier ausführlich und professionell darstellen mit Zahlen und Fakten, Testimonials und so weiter, aber auch mit der Rubrik Ausblick. Und hier haben mögliche interessierte Bewerber die Möglichkeit, einen Blick auf ihre eigene Perspektive im möglichen Unternehmen zu werfen. Der dritte Nominierte, der Sonntagsreport, hat es sich zum Ziel gemacht, junge Nachwuchsunternehmen aus der Region zu unterstützen und hat dafür einen Förderpreis für Existenzgründer ins Leben gerufen, den es so in der Region vorher noch nicht gab, und zwar den Gründerpreis Nordwest. Der Prozess von der Bewerbung über die Jury-Sitzung bis hin zur Preisverleihung wird weitreichend medial begleitet. Und für das Wochenblatt ist es eine tolle Möglichkeit der Kundenbindung, aber auch für die Kundenneugewinnung. Und aber vor allem freuen sich hier die jungen Unternehmer, die der Gründerpreis wirtschaftlich und unternehmerisch voranbringt. Wir schauen uns nun die Filmbeiträge an und auch schauen Sie hier genau hin, welcher Film Ihnen vielleicht besonders gut gefällt. Nachhaltigkeit ist ein Megathema, auch für uns. Und natürlich für unsere Partner. Unternimm was haben wir unsere Aktion genannt. Und das ist die Botschaft, die wir an unsere Leserinnen und Leser vermitteln wollen. Wir als Medienunternehmen müssen es weitersagen. Wenn nicht wir, wer dann? Unsere Werbepartner helfen uns bei der Vermittlung und dabei das Thema in die Köpfe der Menschen zu tragen. Denn nur gemeinsam haben wir Erfolg. Planen wir die Zukunft, tun wir etwas dafür, wir alle gemeinsam. Umweltschutz ist eine Aufgabe, auch für uns als Verlag, weil es die Menschen aufrichtig interessiert und bewegt. Aber wie nehmen wir unsere Leserinnen und Leser mit bei diesem Thema? Provin und Provin Pro Nature sind stolz, Partner der ersten Stunde der Wochenspiegel Nachhaltigkeitskampagne zu sein, denn der grüne Gedanke ist unser roter Faden. Die Kampagne zum Thema Nachhaltigkeit vom Wochenspiegel hat uns sehr geholfen, uns zu diesem Thema zu positionieren. Für uns ist es als Pharmaunternehmen wichtig, auch diese Themen zu spielen, abseits der Produktkommunikation. Für uns als regionale Energieversorger ist Nachhaltigkeit ein wichtiger Baustein unserer Arbeit, von erneuerbaren Energien bis hin zur Elektromobilität. Von daher ist der Wochenspiegel ein wichtiger Partner, die Menschen im Land zu erreichen und für Nachhaltigkeit zu motivieren. So sind durch die enge Zusammenarbeit der Abteilungen im Verlag Sonderprodukte entstanden, die eines ganz sicher nicht sind: alltäglich. Hallo zusammen. Wir wissen, dass der Stellenmarkt heute hart umkämpft. Da muss man besondere Geschütze auffahren. Und genau deshalb sind wir hier. Los geht's! Hallo. Hallo, ich bin der Geschäftsführer von der Schneider GmbH. Wir sind ein kompetenter Hersteller von Präzisionsteilen. Wir sind dringend auf der Suche nach einem Industriemechaniker. Ja. Hallo, wir sind die Schneider GmbH und auf der Suche nach einem Industriemechaniker. Nein, danke. Ja, hallo. Hallo, wir sind von der Schneider GmbH. Kompetent. Wie viele Adressen haben wir eigentlich noch? Nur noch 330.678. Geht das nicht einfacher? Doch, deshalb haben wir bei der Schwarzwälder Bote Medienvermarktung Südwest Hashtag Erfolg entwickelt. Dieses neue Format ist Unternehmensporträt und Stellenanzeige in einem. Auf der doppelseitigen Flying Page vor unserer großen Wochenzeitung WOM sind hohe Beachtungswerte garantiert. Dafür stehen wir, das machen wir, diese Chancen bieten wir und das haben wir in Zukunft vor, sind die Kernbotschaften einer Firma, die mit Hashtag Erfolg bis zu 330.681 Haushalte erreicht. Ist okay, ihr könnt wieder an die Arbeit, wir machen es mit Hashtag Erfolg. Den Gründerpreis Nordwest
ins Leben gerufen, weil es hier in unserer Region, also im Nordwesten, keinen ähnlichen Förderpreis für Firmengründer gibt. Und es war uns eine Herzensangelegenheit, Firmengründer zu unterstützen. Und nicht zuletzt sind Gründergeschichten auch interessante Lesergeschichten. Von jeder Idee leben wir. Unser Arbeitsmarkt, unser Ausbildungsmarkt. Unsere Existenzgründerinnen und Gründer sind wie der frische Wind für uns alle. Für uns als Sonntagsreport ist der Gründerpreis Nordwest ein enormer Imagegewinn und hat zur Stärkung der Marke Sonntagsreport geführt. Und für die Gründer lohnt sich die Teilnahme ja auch. Sie können tolle Preisgelder gewinnen. Ja, und nicht nur das. Man hat da so eine hochkarätige Jury dann, die einen bewertet, einen besucht. Es öffnen sich viele neue Türen durch die Öffentlichkeitsarbeit eben, die auch hinter diesem Gründerpreis steht. Egal wie weit man kommt, auch wenn es dann nicht für die Top 10 oder 13 reicht, es ist immer eine gute Erfahrung, es kann einem nicht schaden, es kostet einem kein Geld, nur ganz wenig Zeit, machen, ausprobieren. Wir machen weiter und küren jetzt den Gewinner in der Kategorie Innovation, die beste Idee des Jahres. Und das ist die Saarländische Wochenblatt Verlagsgesellschaft mit ihrer Kampagnenserie zum Thema Nachhaltigkeit. Herzlichen Glückwunsch nach Saarbrücken. An dieser Stelle auch noch schnell die Worte der Jury an Sie, weshalb Ihr Beitrag von der Jury in der Kategorie ausgewählt wurde. Henrik Stein sagt: Die Saarländische Wochenblatt Verlagsgesellschaft setzt mit ihren Sonderprodukten über Wasser, Verpackung und Energie vollends auf Information und Aufklärung zum Thema Nachhaltigkeit. Die crossmediale Kampagnenführung, die außergewöhnliche Gestaltung und die konsequente Einbindung von Kooperationspartnern und Anzeigenkunden sind höchst beeindruckend und verdienen das Prädikat innovativ. Carola Scharf-Derich sagt: Starkes Thema, sehr gut umgesetzt, informativ und aufklärend, ohne Zielgruppenbeschränkung. Ein Thema für alle und mit allen, gut platziert und einprägsam in der Aufmachung. Gut durchgehalten und in die Lokalität gebracht, nachahmbar. Ja, und jetzt möchten wir nach Saarbrücken schalten und Herrn Kunz auch noch gleich die Frage stellen, ob und wie Sie an den Erfolg der Kampagne anknüpfen wollen. Hallo aus Saarbrücken, viele Grüße nach Berlin. Wir stehen heute hier und freuen uns sehr über den Gewinn des ersten Preises in der Kategorie Innovation, beste Idee des Jahres mit unserem Thema zur Reihe Nachhaltigkeit. Großes Dankeschön auch an die Jury und deren Mitglieder, die uns gewählt haben, denn ohne deren Entscheid würden wir heute nicht hier stehen. Natürlich werden wir unsere eigenen Produkte auch im kommenden Jahr wieder auf den Markt bringen und neben dem Thema Bienenschützen, Wasser, Energie und Plastik ein weiteres Thema aufsetzen, und wir wollen an den bisher erfolgreichsten Ableger, das Thema Plastik, anknüpfen, denn das Thema ist super in der Bevölkerung angekommen, hatte eine hohe Resonanz und auch viele, viele Einsendungen, die uns zu diesem Thema erreicht haben. Vielen Dank nach Saarbrücken. So, nun kommen wir zur vierten und finalen Kategorie der Durchblick-Preisverleihung 2020, beste journalistische Leistung. In dieser Kategorie wird der beste Artikel ausgezeichnet, der im Jahr 2019 erschienen ist, print oder online. Es konnten auch Artikel eingereicht werden, die im Rahmen der Aktion Das geht uns alle an erschienen sind. Und das waren die Themen Schwerpunktthema Respekt, 37. Deutscher Evangelischer Kirchentag, Nachhaltigkeit und Umweltschutz, Tag der offenen Gesellschaft und Woche des bürgerschaftlichen Engagements. Kriterien sind unter anderem die gesellschaftliche und lokale Relevanz, Nutzwert, Sprache und Stil. Ich stelle Ihnen nun die drei Nominierten der Kategorie Beste journalistische Leistung vor. Der erste Beitrag stammt aus der Feder von Anna Sartorius mit ihrem Artikel Gemeinsam wieder zurück ins Leben. Ein Artikel über die Trauerbewältigung von Kindern und Jugendlichen nach dem Verlust eines geliebten Menschen. Ein Thema, wie ich finde, das noch nicht sehr viel Beachtung gefunden hat. Was als Idee für einen einfachen Artikel begann, wurde ganz schnell im Laufe der Recherche zu einer wahren Herzensangelegenheit der Redakteurin. Anna Sartorius schafft es nicht nur, rund ums Thema aufzuklären, sondern sie schafft es auch, den Leser zu berühren und Hilfestellung für Betroffene zu leisten.
Die zweite Nominierte in dieser Kategorie ist Hanna Florian von der Rundschau Verlagsgesellschaft aus Wuppertal mit ihrem Beitrag Ein Leben mit zwei Sack Kartoffeln an den Beinen. Eindrucksvoll porträtiert sie hier eine junge Frau, die mit der Diagnose Lipödem leben muss. Eine Krankheit, bei der Beine und das Gesäß sehr stark anschwellen und starke Schmerzen im Alltag die Folge sind. Bei aller Schwere schafft es Hanna Florian, den Kampfgeist und Mut ihrer Protagonistin darzustellen, die sich trotz ihres Schicksals nicht unterkriegen lässt. Der dritte Beitrag stammt aus Aachen, vom Super Sonntag Verlag, und zwar von Nalini Diaz. Mit dem Titel Den Kopf in den Sand stecken ist für einen Optimisten keine Option. Und auch hier legt der Fokus auf einen ganz besonderen Menschen, auf einen leidenschaftlichen Sportler, der seit 5 Jahren an ALS erkrankt ist. Einer bislang unheilbaren, degenerativen Erkrankung, des motorischen Nervensystems, die allmählich zur Bewegungsunfähigkeit führt. Nalini Diaz schreibt eine bewegende Geschichte über einen Mann, der mit seinem Kampfgeist und seinem Optimismus eine wahre Inspiration für andere ist und der mit seinem Verein auch für die Arbeit der Aufklärung zu der noch sehr unbekannten Krankheit beiträgt. Und schauen wir uns nun die 3 Filmbeiträge der Nominierten an. Hallo liebe Kollegen, mein Name ist Tim Plachner. Ich bin Chefredakteur des Sauerlandkurier. Wir sind eine kostenlose Zeitung, die 2-mal in der Woche im Kreis Olpe und im Hochsauerlandkreis mit einer Auflage von 208.000 Exemplaren erscheint. Wir haben uns sehr über die Nominierung für den Beitrag unserer Redakteurin Anna Sartorius gefreut. Ich denke, sie hat sich mit ihrer Doppelseite rund um Trauer bei Kindern und Jugendlichen ein schwieriges Thema ausgesucht, bei dem es viel Fingerspitzengefühl braucht. Der Tod kann so bunt sein wie das Leben. Ein Satz der Seelenbebendamen, der hängen bleibt. Denn jeder Mensch reagiert anders, wenn er einen lieben Menschen verliert. Kleine noch einmal anders als große. Die Damen geben den Kindern und ihren Eltern einen geschützten Raum, in dem sie fühlen können, was sie fühlen und sein können, wie sie sind. Hallo, wir sind Seelenbeben. Seelenbeben ist eine Kinder- und Jugendtrauerbegleitungsgruppe, die halt Kindern und Jugendlichen einen Raum geben möchte, mit all ihren Emotionen nach dem Tod eines lieben Menschen zurechtzukommen, damit auch in Zukunft wieder ein Lächeln auf ihrem Gesicht sein kann. Und wir gratulieren herzlich Anna Sartorius zu ihrem Preis. Die Resonanz der Leser hat gezeigt, wie wichtig und bewegend dieses Thema für viele ist. Gerade für Kids ist es sehr schmerzhaft und unfassbar, wenn ein lieber Mensch von ihnen geht. Aber das Seelenbeben-Quartett lässt sie nicht alleine mit all den Fragen, die so schwierig sind, zu beantworten. Hi, ich bin Hanna Florian, Redakteurin bei der Wuppertaler Rundschau. Im Mittelpunkt meines Artikels steht Ramona Walter. Seit ihrem 14. Lebensjahr leidet sie unter der Krankheit Lipödem, einer Fettverteilungsstörung, bei der sich zu viel Fett im Oberschenkel- und Gesäßbereich anlagert. Knapp 4 Millionen Frauen in Deutschland sind davon betroffen. Auf ihrem Facebook-Blog Mein Leben mit Lipödem postet die 34-jährige Wuppertalerin Bilder aus ihrem Alltag. So bin ich auf sie aufmerksam geworden. Am 9. September besuchte sie mich zusammen mit ihrer Freundin Heike Mühlenberg in der Rundschau-Redaktion. An ihrer Seite ihr Rollator rasender Roland. Neben dem Gefühl, täglich mit 2 Sack Kartoffeln an den Beinen herumzulaufen, plagen Ramona Walter Schmerzen am ganzen Körper. Um ihr Leiden zu therapieren, trägt die 34-Jährige an Beinen, Armen und Händen Kompressionen. Fast 10 Minuten braucht sie täglich, um sich in ihre zweite Haut zu quetschen. Um mit anderen betroffenen Frauen ins Gespräch zu kommen, gründeten Ramona Walter und Heike Mühlenberg die Selbsthilfegruppe Lip Ladies. Hallo, ich bin Nalini Diaz und ich arbeite seit 25 Jahren im Medienhaus Aachen. Ich habe im vergangenen Sommer über Bruno Schmidt berichtet. Bruno Schmidt kommt aus unserer Region und ist an ALS erkrankt.
Die Diagnose bekam er vor 5 Jahren und fiel damals erstmal in ein richtig tiefes Loch. Aber Bruno Schmidt ist ein Kämpfer und deswegen hat er sich als leidenschaftlicher Sportler auf die Reise gemacht durch Deutschland mit dem Fahrrad und hat ALS-Patienten besucht. Das hat er gemacht, um seine Krankheit kennenzulernen auf der einen Seite, sich damit auseinanderzusetzen, aber auch um etwas zu bewegen. Er möchte gerne über die Krankheit aufklären. Deshalb hat Bruno Schmidt einen Verein gegründet. ALS heißt er, alle lieben Schmidt. Normalerweise ist man mit ALS oder in vielen Fällen nach 4 Jahren tot. Bruno Schmidt lebt jetzt seit 5 Jahren mit der Krankheit, mit enormen Beeinträchtigungen schon. Aber der strahlt eine enorme Lebensfreude aus. Das ist unglaublich. Wenn man diesem Menschen in die Augen guckt und mit ihm spricht, merkt man, der hat noch echt viel vor in seinem Leben. Und das ist enorm beeindruckend, sowohl für mich als Redakteurin als auch als Mensch. Weil viele Menschen verzweifeln schon an viel kleineren Dingen. Vielen Dank an alle 3 Nominierten für diese bewegenden Einreichungen. Wir kommen ein letztes Mal zur Siegerehrung des ersten Preises in einer Kategorie unseres Durchblickpreises, der letzten Kategorie Beste journalistische Leistung. Und wer sich über den ersten Platz freuen darf, ist Anna Sartorius vom Kurierverlag Lennestadt. Herzliche Grüße und Glückwunsch nach Lennestadt für diese Auszeichnung. Und auch hier möchte ich Ihnen gerne die Worte der Jury an die Hand geben. Corinna Seide sagt, wie kommen Kinder mit Tod, Trauer, Verlust zurecht? Diesem oftmals tabuisierten Thema Raum zu geben, mit viel Empathie und vielfältigem Umgang damit, von den engagierten Hilfsangeboten zu berichten, darin liegt die besondere Kraft dieses Beitrags. Stefan Hertel sagt, Anna Sartorius beschreibt ein wichtiges und oft vernachlässigtes Thema. Dabei bringt sie im Text auch sprachlich immer wieder die Perspektive der Kinder und Jugendlichen ein. Ein sehr gelungener Text, der den Lesern in Erinnerung bleibt. Ja, und nach diesen schönen Worten wollen wir auch Anna Sartorius selbst zu Wort kommen lassen. Und auch die Frage mit auf den Weg geben, was aus Ihrer Sicht die Bedeutung des Durchblickpreises für die Anzeigenblätter ist. Vielen, vielen Dank für diesen schönen Preis. Ich freue mich wirklich sehr darüber, dass der Jury der Beitrag so gut gefallen hat. Es ist immens wichtig, dass es diesen Durchblickpreis gibt, denn er lenkt zum einen den Blick auf die Arbeit der Anzeigenblätter auch im ländlichen Bereich, wie bei uns beim Sauerlandkurier. Denn jeder meiner Kollegen, jeder Einzelne, gibt jeden Tag sein Bestes, um eine gute Zeitung auf den Markt zu bringen. Seien es wir aus der Redaktion, seien es die Medienberater, die Techniker, die Damen der Geschäftsstelle und alle, die dazugehören. Insbesondere freue ich mich darüber, dass so wunderbare und wichtige Initiativen wie das Seelenbeben oder die Hospizinitiative durch diesen Preis die Aufmerksamkeit bekommen, die ihnen gebührt. Und wenn es nur ein paar Nachahmer gibt, dann hat sich all die Arbeit auf jeden Fall gelohnt. Vielen, vielen Dank nochmal. Ja, liebe Zuschauer, wir haben jetzt alle Gewinner unserer offiziellen Kategorien des Durchblickpreises 2020 gekürt. An dieser Stelle möchte ich im Namen der gesamten BVDA-Geschäftsstelle und der Gremien des Verbandes, allen voran des Präsidiums, allen Preisträgern noch einmal herzlich gratulieren. Eine Ehrung bleibt uns aber noch, und zwar die des besten Films. Ich hoffe, Sie haben sich eine kleine Notiz gemacht bei dem Film, der Ihnen in der vergangenen Stunde besonders gut gefallen hat. Wie gelangen Sie zur Abstimmung? Sie finden den Link unterhalb des Videos in der Infobox. Dort klicken Sie einmal drauf, dann öffnet sich eine Startseite. Sie klicken rechts unten auf den grünen Button und dann erscheinen alle 12 Filme untereinander. Sie klicken dann auf den Film, der Ihnen besonders gut gefallen hat. Und wenn Sie fertig sind, rechts unten wieder auf den grünen Button und schließen die Umfrage ab. Dann haben wir hier gleich in wenigen Augenblicken das Ergebnis. Ja, und solange Sie sich entscheiden, nutze ich die Gelegenheit und gebe Ihnen einen Ausblick auf die Durchblick-Preisverleihung 2021. Im nächsten Jahr verleihen wir nämlich einen Sonderpreis, den Sonderpreis Corona-Berichterstattung.
Der Arbeitskreis Redaktion hat sich hier stark gemacht und möchte diesen Sonderpreis im kommenden Jahr verleihen. Denn trotz Corona und Lockdown hat die journalistische Qualität der Anzeigenblätter nicht nachgelassen. Ganz im Gegenteil, diese konnte sogar noch ausgebaut werden. Neben den Korrektiv-Faktenchecks waren zum Beispiel Nachbarschaftshilfen ohne Anzeigenblätter gar nicht denkbar, dass sie dort ankommen, bei denen, die es besonders gebraucht haben. Mit diesem Sonderpreis werden also die herausragenden Leistungen der Anzeigenblätter in dieser Ausnahmesituation gewürdigt. Es können Projekte, journalistische Beiträge und Berichterstattungen eingereicht werden, die im Rahmen der Aktion »Das geht uns alle an« erschienen sind, aber auch darüber hinaus. Und wann ist der beste Zeitpunkt, sich hierfür zu bewerben? Ja, nach der Preisverleihung ist vor der Preisverleihung, das heißt ab sofort. Die Geschäftsstelle nimmt gerne ihre Einreichung in dieser Kategorie, aber auch in allen anderen jetzt schon entgegen. Ja, jetzt kommen wir aber wieder zurück zum besten Film. Uns liegt hoffentlich ein Ergebnis vor. Da werfe ich einen Blick in die Regie und gucke, ob es ein Nicken gibt und mir ein Resultat hochgehalten wird, was es denn geworden ist. Nochmal herzlichen Dank an dieser Stelle, dass Sie sich für die Umfrage engagiert haben und mitgemacht haben. Und ich schwenke nochmal den Blick und es ist geworden das Video vom Wochenspiegel Verlag Halle, Podcast Gesundheitskompass. Herzlichen Glückwunsch, ein wirklich kreatives Video, wie ich finde, verdient gewonnen. Und Sie dürfen sich in den nächsten Tagen über eine Urkunde und über eine Kleinigkeit freuen, das Ihnen auf dem Postweg zugesendet wird. Ja, liebe Zuschauer, wir kommen nun zum Ende der diesjährigen Preisverleihung 2020. Eine kurze Erinnerung an dieser Stelle. Morgen um 10 Uhr findet die BVDA-Mitgliederversammlung statt. Ein Link wurde bereits an alle BVDA-Mitglieder versendet. Und wenn Sie sich noch nicht registriert haben, ist genau jetzt der richtige Zeitpunkt, das noch fix nachzuholen. Vielen Dank an die Kollegen des BVDA, der Geschäftsstelle, die überhaupt erst diese perfekte Organisation geleistet haben, dass wir die diesjährige Preisverleihung digital über die Bühne bekommen konnten. Und auch ein großes Dankeschön an die technische Unterstützung, hier in dem Fall von Remake TV. Natürlich auch ohne die dieses Ganze hier nicht hat stattfinden können. Ich wünsche Ihnen allen, liebe Zuschauer, einen wunderbaren Nachmittag und vor allen Dingen bleiben Sie gesund.